Ehrlich? Du glaubst aber auch alles, Himmel, nein. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Endlich mal wieder, würde ich sagen. Hatte ja schon länger nicht mehr aufgenommen oder Let's Plays gemacht. Es lag daran, dass mein PC nicht so wollte, wie ich das wollte. Und da die Aufnahmen einfach nicht so gut geworden sind. Jetzt müsste es hoffentlich besser klappen, weil jetzt mit dem neuen PC-Setup, ja, ist halt alles neu jetzt. Und ich hoffe mal, dass jetzt keine Zicken mehr macht, vor allem beim Rendern dann. Die meisten Probleme hatte ich immer dann, wenn ich irgendwas gerendert habe, dass sich der PC aufgehangen hat und dann war da halt das Video dann futsch. Jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt nicht mehr passiert. So, jetzt glaube ich fast 3 Monate nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen und schauen, wo wir hier weitermachen müssen. Ich glaube, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwie so eine Kette da unten klauen mussten oder irgendwie sowas. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. So, Nathan. Dann tu dich mal unter die Menge schmuggeln. Vor allem werde ich auch wieder mit der Steuerung ein bisschen klarkommen müssen. Also verzeiht es mir, wenn ich mir ein bisschen Schmarrn mache zum Anfang. So. Ich glaube, ich muss ihm folgen. Der hat bestimmt schon irgendeinen Plan, wie man an die Kette da rankommt. Gibt's ein Dokument? Okay, das ist wahrscheinlich für die Gäste, wann die Auktion beginnt, wie die aktuellen, ja, Schmuckstücke stehen und. Alles klar. Das werdet ihr wahrscheinlich gleich wissen, wie sie einsteigen müssen vom Preis. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Haufen Leute hier. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss irgendwie den Strom ausschalten, wenn ich mich noch recht dran erinnern tue. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Sagt mir ruhig Bescheid, wenn der Sound nicht passt, wenn ich zu laut sein sollte oder das Spiel zu leise, irgendwie so. Wie gesagt, ich hab's jetzt schnell mal eingestellt. Ich hoffe, dass es so passt. Yep. Ich bin dran. Wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Mein Bruder, glaube ich, ist ja auch ein Meisterdieb. So, was muss ich jetzt machen? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, ich gehe jetzt hier einfach mal entlang. Vielleicht kann man hier irgendwo eine Tür öffnen. Okay, hier geht's nicht weiter. Da bin ich gekommen. Hier lag das Dokument. Also muss es eigentlich. Ja, hier glaube ich, kann man auch nicht rein. Der sagt auch nichts.
steht da irgendwas an den. Alles klar, ich glaube, dass der einen Schlüssel hat. Nee, bleib doch mal stehen, Digga. Oh, so knapp. Komm, 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 rück die Karte raus, rück die Karte raus. Nee. Bist du Wegweiser? Nein, ich habe mich nur auf. Okay. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenk ab und du greifst zu. Okay. Ja, mach das gleich. Lenk doch gleich ab, dass ich zugreifen kann. Los. Wo ist denn jetzt? Sehr, okay. Dann quatsch mal ein bisschen mit ihm, komm. Der von dieser dran. Mei, dreht er sich wieder um. Und bleib stehen, komm. Alles klar. So, dann werden wir probieren, jetzt nochmal die Tür öffnen. Er hatte Zweifel. Genau, jetzt zünden wir erstmal eine Zigarre an. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Die Donnersprache. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört dir nicht diese Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit?
Ja, legen wir los. Und los geht's. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Oder runter? Ich glaube, das ist eher nicht so gut. Mal da reingehen. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Bauplänen. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Wir müssen doch oben rein. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Na los. Ich glaube, wir müssen vielleicht durch die Lüftungsschächte oder sowas. Mal den hier. Okay, hier kommt man aber nirgendwo hoch. Ah, okay. Na, geht doch. Da oben sind Lüftungsschächte. Ach nee. Nate, schau dir das mal an. Na bitte. Es wäre der Licht. Nein. Oder auch nicht. Ja, das geht auch. Okay. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sally fährt. Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nicht. Okay, ich glaube, das ist der falsche Weg. Was ist denn das hier? Sackgasse. Ach nee. Und komm mit. Ich sehe nichts hier. Hier ist eine Tür. Geht aber leider nichts. Aber warte mal, könnte es da hinten nicht weitergehen? Kann man vielleicht das Fass verschieben? Probier es mal. Das ziehen wir jetzt mal raus. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir da hinten reingehen können. Durchgehen können jetzt. Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Zugemauerte Tür? Wer kann sich aus allem herausreden? Okay. Na, geht doch. So, jetzt ist, glaube ich, das Fass bei der Tür gewesen. Ich sehe gar nichts. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Durch. Hier entlang. Ja.
Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, da finden wir was zum Draufklettern. Hier wird bestimmt auch irgendwie so ein... Ja, das Fass da wahrscheinlich herschieben. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. So, bevor wir das hier hochgehen, möchte ich noch mal da hinten schauen. Vielleicht noch irgendwas in der Ecke ist. Wenn mein schöner Bruder mal kommen würde. Mei, jetzt wird er da hinten stehen, okay. So, gehen wir mal hier hoch. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Okay, das war der Anfangsraum. Der Glatzkopf hat auch noch meine Größe. Kasina, gibt's hier wirklich mehr als genug. Ich werde die gleich hier reinballern auf den Lüftungsschacht. Sai, questa gente non piace aspettare. Questa gente meriterebbe un calcio nel culo, altro che. Una bottiglia da €3. E andiamo. Verschlossen. Mist. Ah, okay. Geld hoch. Komm. Ah, okay, das ist die Wachen oder was wir vorher gesehen haben, wo die Tür war, kurz vorm Keller. Frischluft, wir kommen. So Leute, ich sehe schon, wir haben schon wieder knapp 20 Minuten. Ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Und wie es denn hier weitergeht, bleibt auf jeden Fall dran. Das schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao, euer Andi.